Aktion, alle Startler und Boxen auf zum 10. Rennen. Stecks an der Innenseite war gleich schnell auf den Beinen. Sanora an der Außenseite daneben ebenso. Und auch Akribie. Die drei vervollständigen eine Linie. Und aus drei werden jetzt zwei. Innen und außen drücken aufs Tempo. Stecks jetzt, ja, da es in den ersten Bogen hineingeht, an der Spitze. Dahinter dann Akribie in zweiter Position. Sanora ist dritte. Dann Perfect Pitch mit Aquarella. Dann Freedom Rising. Dann Arctis. Und am Ende des Feldes galoppiert Magical Forest. Die Pferde sind in der Gegengraden. Stecks weiter vorne mit 2,5-3 Längen etwa. Akribie in den Röttgener Farben. Der Reiter mit der roten Kappe in zweiter Position. Perfect Pitch. Dahinter dann an der Außenseite geht jetzt in die zweite Position und heftet sich an die Fersen von Stecks. Stecks weiter vorne. Stecks jetzt vor Perfect Pitch. Dahinter dann Akribie, dann Sanora an der Außenseite daneben. Dann Aquarella und dahinter dann Freedom Rising mit Arctis und am Ende des Feldes Magical Forest. Die Pferde sind bereits im Schlussbogen. Stecks weiter vorne, dann hinter der Aquaribie an der Außenseite Perfect Pitch jetzt in der zweiten Position. Stecks weiter vorne im Scheitelpunkt vor Perfect Pitch und Akribie lässt sich schon ein bisschen anfassen. Dahinter dann an der Innenseite Sanora mit der aufrückenden Aquarella. So geht es in Richtung des Einlaufs, aber Stecks unverändert an der Spitze, unangefochten. So geht es auf die letzten 450 Meter. Stecks weiter vorne. Stecks mit Akribie. Dahinter dann an der Innenseite Sanora auf dem kürzesten Weg. Aber Stecks ist vorne, wird jetzt ein bisschen weiter nach außen beordert. Stecks an der Außenseite weiter vorne. Akribie kommt. Sanora an der Innenseite wird stark. Sanora mit Stecks und Akribie. Und dahinter versucht es Freedom Rising, findet aber keinen Raum, wird aber jetzt stärker. Sanora ist vorne vor Akribie. Dahinter dann Freedom Rising. Sanora vor Akribie. Akribie im Vorteil. Akribie vor Sanora, gibt sie nicht geschlagen. Sanora und Sanora hat wohl ganz knapp gewonnen vor Akribie. Dahinter dann Freedom Rising, dann Stecks und dahinter Perfect Pitch mit Aquarella vor Magical Forest und Arctis.